Es ist 10 Uhr, da kann man noch guten Morgen sagen. Hallo in die Runde und wieder herzlich willkommen auf der Trendstage im Namen von Outdoor Blogger Network und der Messe Friedrichshafen, die sich dieses Jahr mit dem Outdoor Blogger Network zusammengetan hat, um den Bereich Social Media und Blogger und generell Social Influencer im Outdoor-Bereich ein bisschen zu stärken. Heute haben wir unseren zweiten OBN-Talk. Wir freuen uns sehr, dass die Erika von uligunde.com hier ist, die den größten oder einen den größten, der größten alpinen Outdoor-Blogs betreibt. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Sie wird heute mit uns ein bisschen über Kooperationsmöglichkeiten sprechen. Und ja, ich werde nicht weiter viele Worte verlieren. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank. So, herzlich willkommen. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage ganz am Anfang. Und zwar, wer kennt uligunde.com? Wow, okay, cool. Andere Frage, wer betreibt einen eigenen Blog? Okay. Wer arbeitet für Hersteller oder PR, die Geschichte? Wow, nicht so viele? Okay. Wie sie vorher schon gesagt hat, ich bin Erika von uligunde.com. Ich betreibe den Blog seit 2010 und ganz am Anfang hat es angefangen mit ganz unspektakulären, ungefährlichen Geschichten wie Wandern und Bergsteigen, Trekking, solche Geschichten. Und über die Jahre wurde es immer steiler, die Gipfel wurden immer höher und letztendlich finde ich mich inzwischen gerne beim Alpinklettern, beim Hochtouren, Skihochtouren, gerne, wenn es irgendwie ein bisschen alpin zugeht. Mit den immer höheren Gipfeln wurde irgendwie die Zugriffszahlen von uligunde.com auch immer höher und inzwischen gehört uligunde.com zu einem der größten Alpin-Blogs im deutschsprachigen Raum und es ist ganz sicher der einzige, der professionell betrieben wird von einer Frau. Was will ich mit dem Blog? Ich will das da. Ich will Gefühle. Ihr seht schon, bei mir geht es ganz überhaupt nicht so zu, dass es irgendwie um neutrale Tourenberichte geht oder um irgendwelche Wegbeschreibungen. Bei mir geht es immer ganz ladylike um große Gefühle, um Freude, um Überwindung, um Mut, um Angst, um ganz, ganz viel Angst vor allem. Und hin und wieder gibt es da dann auch mal Tränen, wie am vergangenen Samstag, da waren wir an der großen Zinne unterwegs, da hat es mich aus einem ziemlich, hat es mich runtergehauen und das ist einfach eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich möchte die Leute mitnehmen. Ich will, dass die Leute feuchte Finger bekommen und dass sie mitfiebern und dass sie sich in dieser Wand fühlen, in der sie vielleicht selber niemals hinkommen würden. Aber ich möchte sie mitnehmen. Außerdem möchte ich vor allem Frauen inspirieren, mutig zu sein. Ich möchte, dass Frauen an sich glauben und nicht in dem festhängen, dass sie meinen, etwas nicht zu können. Ich glaube nämlich, und da bin ich das beste Beispiel dafür, man denkt immer, man kann vieles nicht. Aber wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken und mutig zu sein und das mal auszuprobieren, dann merkt man vielleicht, dass man das sehr wohl kann. Und deswegen habe ich auch eine ganz große Artikelreihe geschrieben über die Angst beim Klettern. Ich war der Schisser vorm Herrn, das glaubt mir heute häufig niemand mehr, aber ich fürchte mich auch immer noch beim Klettern. Aber ich finde, man wird besser, wenn man sich der Angst stellt. Und das ist das, was ich den Leuten vermitteln möchte. Ja, wer steckt dahinter? Ich. Ich komme ursprünglich vom Bodensee, ich komme hier ein paar Kilometer entfernt eigentlich, wohne aber inzwischen im Allgäu schon seit 8 Jahren und die Leidenschaften, die ich so habe, die sind natürlich ganz offensichtlich im Blog zu erkennen. Bei mir geht es um Bergsport, bei mir geht es um Fotografie und vor allem natürlich auch ums Bloggen. Diese Leidenschaft fürs Bloggen und dieses Leben im Social Media, das wurde immer mehr über die Jahre, das war dann auch der Grund, warum ich meine Abschlussarbeit darüber geschrieben habe und in dem Bereich dann auch 4 Jahre gearbeitet habe. Also ich habe die ganze Außenkommunikation von outdooractive.com gemacht und da ging es natürlich ganz viel um Social Media, da wird schon gelacht. Da geht es natürlich auch ganz viel um Social Media, Bloggen und all diese Geschichten. Mit dem Wachsen von uligunde.com kam dann irgendwann immer häufiger die Idee, dass ich
vielleicht dieses Experiment einfach mal probieren sollte, sich mit einem Blog selbstständig zu machen. Das ist was, was Leute immer gesagt haben, das ist nicht möglich. Man kann sich mit einem Autoblog nicht selbstständig machen, davon kann man nicht leben. Und es gab so ein paar Erlebnisse im letzten Jahr, wo mir gezeigt haben, wait a second, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch möglich, wenn man sich wirklich mal sich voll drauf konzentriert und das Ding wirklich so richtig lebt und nicht immer so nebenher, dann ist es vielleicht möglich. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, aber ich habe im Januar mich eben selbstständig gemacht mit Bloggen und mit Schreiben und Fotografieren und lebe momentan dieses Experiment selbstständig mit einem Blog. Ja, zu oligonde.com ein bisschen nüchterne Zahlen. Mit 7.500 Unique Visitors im Monat ist das natürlich noch lange weit entfernt von all diesen ganz großen Blogs, aber es ist ein Blog in einer Nische, nun nochmal in einer Nische. Also die Outdoor-Blogger-Szene ist ja sowieso schon irgendwie relativ klein und wenn es dann ums Alpinklettern geht, das ist ja ungefähr das Kleinste, was man sich aussuchen kann. Aber dafür sind 7.500 Leute im Monat, die allein nur auf diese Webseite schauen. Das ist schon gewaltig, finde ich. Und die Zahl wird noch spannender, wenn man sich in den Kopf ruft, dass 40% davon Leute sind, die immer wieder kommen. Das sind Leute, die wollen diese Geschichten hören, die kennen mich schon so ein kleines bisschen und die wollen sehen, wie sich das weiterentwickelt und was so passiert. Also sie haben irgendwie, sie nehmen teil an dieser ganzen Geschichte und vertrauen mir natürlich auch ein Stück weit. Zusätzlich zu diesen 7.500 Leuten, die da jeden Monat auf meinen Blog kommen, sind es nochmal 5.000 Fans auf Facebook und damit erreiche ich 50.000 Leute in der Woche. 50.000 Leute in der Woche. Das ist irgendwie ein bisschen spooky. Ein großer Teil kommt natürlich aus Deutschland, 3/4 sind aus Deutschland und was ich ziemlich geil finde, es sind 40% Frauen. Jetzt muss man sich das mal überlegen, Alpinklettern ist die absolute Männergeschichte. Das ist irgendwie was, was vorwiegend Männer machen. Und wenn 40% Leute davon Frauen sind, die irgendwelche Geschichten von irgendeiner Frau lesen, die irgendwo in irgendwelchen steilen Wänden rumhängt, dann spricht das auf jeden Fall dafür, dass ich es irgendwie doch schaffe, Geschichten, die eigentlich nur Männer interessiert, so zu verpacken, dass sie auch Frauen interessieren. Und das größte Kompliment, das ich in letzter Zeit bekommen habe, war von der Freundin von einem befreundeten Bergsportkollegen, die hat gesagt, sie hat nie verstanden, warum ihr Freund in die Berge geht. Aber jetzt, wo sie den Blog von mir gefunden hat, ist es das erste Mal, dass sie versteht, was Menschen in die Berge treibt. Und das ist für mich schon, das ist cool. Klar, der wichtigste Social-Media-Kanal ist Facebook. Ja, wenn das jetzt so weitergeht, dann habe ich, weiß nicht, bis Sonntag wahrscheinlich die 2.500 geknappt. Dann sind 40.000 Leute, die ich in der Woche damit erreiche. Und natürlich, ich stecke auch nicht davor oder zurück, Beiträge zu bezahlen. Das ist eben Teil der Sache. Auch hier ist es so, dass wieder 40% der Leute, der Follower Frauen sind. Und mit einzelnen Postings kann ich bis zu 15.000 Leute erreichen. Das ist immer so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen zäh, das sind lauter Zahlen, aber es ist immer so, diese Diskussion, ja, was können denn Blogger, wie viel können denn Blogger schon erreichen? Und Print ist ja so viel größer und so ist es einfach nicht mehr. Natürlich Print hat eine Auflage von 30.000 oder eine verkaufte Auflage von 30.000. Wir erreichen mit einzelnen Postings schon 15.000 Leute und wenn wir dann uns auch noch zusammenschließen als Blogger, dann werden wir plötzlich eine richtig große Masse, die man auf jeden Fall wahrnehmen sollte. Und nicht nur viele Leute erreichen, das ist eben noch die eine Sache. Das andere ist eben auch noch, viele Leute dazu zu bringen, mitzumachen. Also nicht nur kurz zu sehen und weiterzugehen, sondern irgendwas zu tun, zu liken, zu sharen, zu kommentieren, irgendwie in der Interaktion zu treten. Das ist eine ganz neue Art der Werbung. Zusätzlich habe ich, klar natürlich, ja, Instagram, Twitter, diese ganzen Geschichten, YouTube jetzt kürzlich mit meinem ersten Produktvideo gestartet. Das ist das, was ein Blog ausmacht. Wir leben in Social Media, wir versuchen das Neue alles auszuprobieren und leben da drin eben auch. So, ganz kniffliges Thema. Diese Geschichte mit diesen Testberichten, die Geschichte mit diesem Gekauftsein, diese Glaubwürdigkeit und Blogger und wie kann das denn funktionieren, wenn man Produkte geschenkt bekommt.
Es ist natürlich schon so, ja klar, ich kriege Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich arbeite da vorwiegend mit Online-Shops zusammen, das heißt bergfreunde.de oder Outdoor-Trends zum Beispiel, wo ich mir die Sachen raussuchen kann, die ich wirklich am Berg auch verwenden möchte. Und ich denke schon, dass natürlich Leser einen großen Mehrwert davon haben, wenn Testberichte da sind. Aber man darf das auch nicht überbewerten, finde ich. Es ist nicht so, dass wir sagen, hey, du willst den Rucksack kaufen, also kauf dir den. Es ist vielmehr die Geschichte, wenn wir einen Freund fragen, hey, du hast doch den und den Rucksack, was hältst du eigentlich davon? Wir können Pro und Contra zu einem bestimmten Produkt geben, aber es ist nicht so, dass wir ganz direkte Kaufempfehlungen geben. Und deswegen bin ich da immer hin und her gerissen, ob es so schlecht ist, wenn wir kostenlos Produkte bekommen oder vielleicht sogar dafür bezahlt werden. Das Wichtigste ist natürlich immer die Ehrlichkeit. Und natürlich das wichtigste Gut eines Blogs ist die Glaubwürdigkeit. Und das ist jeder Blogger weiß das. Wir dürfen diese Glaubwürdigkeit auf gar keinen Fall nicht ein einziges Mal aufs Spiel setzen, weil in dem Moment, wo wir gekauft werden und das missbrauchen, dann ist unser Blog tot. Und das weiß jeder Blogger. Das heißt, selbst wenn wir für etwas bezahlt werden, bewahren wir uns immer, grundsätzlich immer das Recht, unsere Meinung sagen zu dürfen. In dem Moment, wo wir das nicht mehr machen, ist die ganze Geschichte tot. Und ich glaube auch, wenn man eine enge Beziehung zu seinen Lesern hat, dann halten die Leser das auch sehr gut aus. Und diese Probe auf Exempel habe ich jetzt eben gemacht. Die letzten paar Monate, Februar, März, habe ich das mit Lova zusammen gemacht. Da haben wir einfach mit sehr viel Fingerspitzengefühl Produktbilder von Lova platziert und immer mit Geschichten. Und ich wollte sehen, was passiert. Laufen mir die Leser weg? Kriege ich irgendwie einen Shitstorm? Kriege ich irgendwie böse Kommentare, dass ich ja jetzt gekauft bin und überhaupt nicht mehr glaubwürdig bin? Es war kein einziger Kommentar in der Richtung. Es waren nur Leute, die sich für mich gefreut haben. Und es hat sicher auch was damit zu tun, dass A, die Leute mich schon sehr, sehr gut kennen und wissen, wie ich so drauf bin und dass ich eben mich selbstständig gemacht habe und das jetzt mit diesem Blog so versuche. Und das andere war natürlich, dass ich immer ehrlich war. Also es war immer klar, dass Lova Partner von Uligunde.com ist, in dem Moment jetzt zumindest. Und es war ganz spannend zu sehen. Wie gesagt, die Leute haben sich für mich gefreut. Und natürlich, ich meine, gerade den Bergstuhl ganz links, den habe ich auch teilweise verrissen, weil sich da Wasser gesammelt hat und so weiter. Ja, natürlich sage ich, wenn ich irgendwas Negatives finde, dann sage ich das auch offen. Und es ist, von dem her glaube ich einfach nicht, dass wir dann plötzlich nur noch Positives schreiben. Aber das ist eine Diskussion, die finde ich super spannend und die möchte ich unbedingt gerne nachher mit euch auch noch ein bisschen führen. Aber man merkt schon, es ist ein gefährliches Thema und es ist irgendwie kompliziert. Und das ist auch der Grund, warum ich momentan eigentlich Abstand von diesen Testberichten nehme. Ich versuche, wenn dann irgendwie das auf eine neue Basis zu bringen, dass man es zum Beispiel eben wenigstens in Videoformat macht oder flankierend zu irgendwelchen Geschichten, dass man irgendwie neue Möglichkeiten findet, wie man diese Testberichte oder Produkte irgendwie unterbringen kann. Weil es ist irgendwie diese Testberichtschiene, die ist auch so plump. Also ich würde viel lieber versuchen, Geschichten zu vermitteln mit Herstellern zusammen, dass man wieder zurück zu diesen Gefühlen kommt, wo es ja um meinen Blog immer um Gefühle geht. Dass man vielleicht Storytelling macht mit Herstellern zusammen, dass man irgendwie kreativ mit Herstellern Ideen findet, wie man jetzt irgendwie diese Bloggergeschichte und die Herstellergeschichte zusammenbringt. Aber das ist ein kniffliger Weg und ich hoffe immer noch sehr auf Hersteller, die diesen kreativen Denkprozess mit mir zusammen mal machen. Und es gibt schon ein paar, aber ich würde mich freuen, wenn es noch ein bisschen mehr davon geben würde. Mit diesen Postings, die ich im Februar und März gemacht habe, da haben wir 60.000 Leute erreicht, ein bisschen mehr als 60.000 Leute. Und dafür hat Lova einen Betrag investiert, der im untersten vierstelligen Bereich ist. Das heißt, wenn die das bei Print zum Beispiel investiert hätten, hätten sie höchstwahrscheinlich zumindest nicht so viel Interaktion erreicht. Und dafür bin ich Lova sehr, sehr dankbar, dass sie so mutig waren und diese Idee mal zu Ende gesponnen haben und das einfach mal probiert haben. Aber diese Diskussion, ja, Print oder Blog, was sollen wir jetzt machen? Ich finde, das sind zwei völlig unterschiedliche Werbeformen. Print ist
aus meiner Sicht statisch und neutral. Und ich habe immer das Gefühl, dass Print stumm ist. Diese Zeitschriften, diese Werbeanzeigen, die sind... Was soll ich damit machen? Ich kann nicht klicken, ich kann nicht anfassen, ich kann gar nichts damit machen. Ich kann nicht mal sagen, ob ich das jetzt blöd oder schön oder cool finde. Und deswegen sind wir Blogs, wir sind ganz anders. Wir sind lebendig und wir sind wuselig und wir sind irgendwie, wir haben einen Charakter und wir haben eine Meinung. Wir leben Social Media, wir probieren verschiedene Varianten aus, wir probieren mal Video und irgendwie all diese verschiedenen Medienformen aus. Und wir haben eine viel engere Bindung zu unseren Lesern. Wir sind in Interaktion. Wenn wir irgendwas rausrufen, wenn wir irgendeine Frage stellen, dann kommen hunderte Antworten zurück. Wenn eine Alpin oder ein Bergsteiger was fragt, dann kommt relativ wenig zurück. Die erreichen viele Leute. Aber wir haben eine Bindung zu den Leuten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Und wir erzählen Geschichten. Wir sind Geschichtenerzähler. Wir vermitteln Gefühle. Bei uns ist es irgendwie... ganz anders, wenn man dieses ausgelutschte Thema oder dieses ausgelutschte Wort nehmen will, wir sind authentisch. Und das ist so der größte Unterschied zu Printzeitschriften. Wir sind definitiv alles andere als neutral. Das ist so das, was ich allen immer sagen möchte. Wir Blogger, wir sind der Inbegriff von Subjektivität. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal zurück auf diese Diskussion kommen. Ist es wirklich schlecht, für Blogger Kooperationen einzugehen? Ist es wirklich schlecht für deren Glaubwürdigkeit? Ist es vielleicht sogar schlecht für die Hersteller, mit Kooperationen mit Bloggern einzugehen? Und die Frage würde ich jetzt gerne mal ins Publikum reichen, wenn sich da jemand traut, eine Meinung dazu zu sagen. Haben wir Fragen oder Input für die Erika? Ach, komm schon. Ja, ich habe ja mal BWL studiert und die Antwort, die da immer kam auf so eine Frage, war, es kommt drauf an. Und ich denke, dass eine Kooperation mit einem Blog absolut werthaltig sein kann für beide Seiten, wenn es passt. Also ich fand den Vergleich von dir vorher sensationell, wo du gesagt hast, beim Produktvergleich, ein Kumpel fragt dich ja auch mal, ey, welchen Rucksack soll ich kaufen? Und dem gibst du einen Tipp. Und das ist ein freundschaftlicher Tipp, der nicht heißt, du musst den Rucksack kaufen, sondern einfach so, der weiß, wie du tickst, du weißt, wie er tickst und du sagst ihm einfach ganz offen und ehrlich, das Ding funktioniert. Und so würde ich es im Rahmen von der Kooperation auch sehen. Wir Blogger, wir sind ja alle Leute, die draußen unterwegs sind, wir haben alle so unsere Nische und jeder von uns wird irgendwie auch eine Firma haben, die er sowieso gut findet, weil die Produkte einfach zu dir passen. Also gar nicht, also auch als Blogger, aber natürlich auch einfach mal als Sportler, als Nutzer dieser Dinge. Und dann hast du einfach einen Hersteller, mit dem du echt gerne zusammenarbeitest. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass der Hersteller sagt, pass mal auf, du nutzt die Dinge ja eh schon, du magst die ganz gern, wir können dich auch gut leiden. Das ist ja eine super Basis. Das ist letzten Endes so, wie du vorher gesagt hast, beim Testprodukt schon. Das ist eine freundschaftliche Basis und das würde ich auf jeden Fall nutzen und da haben alle was davon. Und wenn es dann noch offen und transparent ist, dann kann auch jeder, der einen Blog liest, der kann einfach sagen, okay, der Carsten, der mag das halt einfach. Ich mag es halt nicht, dann blende ich halt den Bereich von Carstens Blog oder Kooperation aus, weil ich mit dem Hersteller einfach nicht kann und der Carsten soll mit denen weitermachen. Und in anderen Bereichen nimmt der Carsten vielleicht dann auch mal wieder ein Produkt, das ich leiden kann. Also er kann es einfach einordnen. Er sieht es im Kontext, behaupte ich mal. Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Es ist eben gerade die Stärke von Blogs, dass die Leser den Blogger ja kennen. Und bei mir zum Beispiel, jeder Leser entschuldigt mich dafür, dass ich natürlich als allererstes mal die Farbe immer im Testbericht erwähne. Ja, super, wenn es eine schöne Farbe ist, dann finde ich das Produkt schon mal ganz cool. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen eine Eigenheit von mir. Aber die Leser wissen das eben. Und dann ist es wieder irgendwie wahrscheinlich glaubwürdig. Wir haben eine Frage hier. Mich interessiert, wenn ich das mit einer Firma mache, also bei dir mit Lova, dann bin ich ja im Prinzip besetzt. Dann kann ich es nicht mit einer anderen noch machen. Das heißt, ich habe immer nur eine Chance, oder? Ja, das ist schon das nächste Problem, das da auftaucht. Das stimmt. Wie
wie ehrlich ist es dann noch? Ich vergleiche ja die Produkte gar nicht mehr mit anderen Herstellern. Ich habe ja jetzt nur noch die Schuhe von Loewen. Aber andererseits bin ich dann so sehr Mädchen vielleicht auch, dass ich sage, naja, dieser eine Hersteller hat die Chance mir gegeben, von diesem Blog zu leben. Ja, natürlich ist das vielleicht jetzt nicht bis in die letzte Haarspitze irgendwie fair oder neutral, aber es ist halt der Blogger, der Hersteller, der da ist und der mir diese Chance gibt. Und dann gebe ich ihm wiederum die Chance, diesen Platz jetzt für sich als Platzhirsch zu haben. Es ist nicht ganz neutral, aber naja. Mir ging es gar nicht um neutral, mir ging es eher darum, du hast dann nicht die Chance, noch jemand, also einen anderen Hersteller in dem Maße zu präsentieren oder eben zu testen oder zu featuren. Also du bist in dem Fall dann besetzt jetzt. Ich bin definitiv besetzt. Wenn jetzt dann wirklich dann irgendwie Scarpa oder sonst irgendwer kommen würde und ich meine, oh, Scarpa ist ja so viel geiler als Loewen, dann ist das irgendwie erstmal ein bisschen unfair Loewen gegenüber. Ich würde, oder jetzt Loewen als Platzhalter, was auch immer, welcher Hersteller, aber das stimmt schon. Aber andererseits gebe ich eben diesem Hersteller, der als erstes da war und der mich von Anfang an unterstützt hat und der mir diese Selbstständigkeit von Anfang an überhaupt erstmal ermöglicht hat, dem halte ich die Treue. Aber so ist das ja bei allen Produkttests. Wenn ich zum Beispiel einen Rucksack teste, dann lasse ich mir ja nicht von 10 Herstellern 10 Rucksäcke testen und schaue, welcher ist der geilste, sondern ich suche mir einen aus, wie auch immer. Entweder kriege ich eine Pressemitteilung oder ich suche mir auf der Outdoor zum Beispiel einen aus, der geil ausschaut. Dann teste ich den, schreibe drüber, also bin ich immer besetzt. Ja. Ja, das ist das Teil von den Bloggern. Natürlich, wir haben selten die Möglichkeit oder auch das Interesse daran, von allen Herstellern 20 Rucksäcke zu bekommen und dann den besten rauszusuchen. Das ist nicht das, was Blogger machen. Blogger, eben wie der Carsten vorher schon gesagt hat, unser Freund fragt uns, hey, was hältst du von dem und dem? Und wir sagen ihm eine ganz ehrliche Antwort. Wir sind der Bergsport, der virtuelle Bergpartner, der Bergsportpartner, den man fragen kann, wenn man irgendwie eine Frage, wenn man irgendwas wissen will, was Ausrüstung angeht. Und natürlich, ja, wir Blogger haben natürlich irgendwie so einen Hang zum, wir sind Gear-Junkies, ja, natürlich finden wir Ausrüstung geil und natürlich haben wir gerne viel davon. Und dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Vergleichsmöglichkeiten als Otto-Normalverbraucher, weil wir haben halt wahrscheinlich schon 7 Rucksäcke, wo wir eigentlich nur 3 gebraucht hätten und können das dann ein bisschen besser vergleichen. Das ist so der einzige Vorteil, den Blogger sicher hat, aber diese neutrale, das neutrale Vergleichen und nach bestimmten Kriterien dann den Besten herauszusuchen, das machen Blogger nicht. Das machen richtige professionelle Zeitschriften. Wie ist es denn allgemein, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einen Partner, du siehst aber trotzdem, jetzt nehmen wir auch mal Loewen, du siehst halt einen Schuh, den du total geil findest. Ist es dann okay für Loewen, dass du trotzdem über diesen Schuh berichtest? Oder sagen die dann von vornherein, okay, wäre es aber für dich gut, wenn du dann tatsächlich auch mal über Loewen-Schuhe berichtest? Oder noch ein anderes Beispiel, wenn du jetzt einen Schuhpartner hast, ist dann trotzdem okay, wenn du dann zum Beispiel andere Marken in Rucksäcken noch testest? Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen? Knifflig. Musst du auch mal ausmachen mit jedem, mit deinem Kooperationspartner. Bei Loewen zum Beispiel, wobei jetzt Loewen momentan noch nicht ganz fix ist für das nächste Jahr, aber da war ursprünglich der Plan, ja, Bergsport, also Hochtourenschuhe, Eiskletterschuhe, so Sachen, kommen ausschließlich von Loewen. Heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie privat mal einen ausprobieren kann und wenn der wirklich so viel besser ist, dann habe ich natürlich in mir den Konflikt, dass ich jetzt eigentlich meinen Lesern gegenüber ehrlich sein müsste. Was ich wahrscheinlich sogar dann wäre, weil, wie gesagt, wenn ich nicht mehr glaubwürdig bin, dann kann ich meinen Blog zumachen. Ja, genau deswegen. Das ist ja das, was du auch gesagt hast. Eben, wenn du jetzt deswegen, weil du jetzt ein Partner hast, auf andere Sachen verzichtest, ist ja irgendwie auch wieder doch ein Schein da, genau, sozusagen. Ja, absolut. Ich versuche das eigentlich auch momentan. Also ich überlege die ganze Zeit, ist es jetzt geht gut mit den Herstellern oder nicht? Ist das mit diesen Kooperationen? Und wenn es so wäre, dass der Hersteller mich nicht dafür bezahlt, dass ich jetzt nur noch seine Bergsportschuhe trage, sondern vielmehr mich dafür bezahlt, dass ich diese Plattform betreibe, auf der er die Möglichkeit sich zu präsentieren, dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Und theoretisch wäre es dann ja auch wieder okay, wenn mehrere Schuhhersteller zum Beispiel bei mir einsteigen, weil dann ist es das
Fairste, dann ist es das Glaubwürdigste eigentlich. Aber so weit muss man erstmal kommen. Jetzt bin ich erstmal froh über einen. Das war jetzt auch mein Gedanke. Eigentlich ist ja so ein Blog auch eine perfekte Plattform für mehrere Hersteller. Also die sollten sich da ja auch vielleicht nicht ganz als Konkurrenz sehen, sondern eher, hey, wenn der eine da ist und ich auch, dann haben die Leser auch gleich eine Auswahl und sehen vielleicht auch verschiedene Modelle, die es gibt. Und dann kann der Leser sich doch wieder selber entscheiden. Okay, vielleicht findest du trotzdem den einen Nova-Schuh besser, aber irgendwie... VD gefällt mir halt ein Stück besser und deswegen kaufe ich den. Ja, das wäre so das Nonplusultra. Das wäre nicht die schönste Idee, dass die Hersteller das nicht mehr als eigenen Werbekanal nur für ihr eigenes Produkt sehen, sondern als neue Werbeplattform, wo man sich auch den Vergleich mit anderen Herstellern nicht scheut. Weil ja, Mann, hallo, wir sind bei Schuhen. Ja, den einen passen Schuhe von Nova und den anderen von keine Ahnung was. Natürlich, und das ist bei allem so. Ja, was weiß ich, den Karabiner von Black Diamond, den großen, den kann ich nicht öffnen, weil ich so kleine Finger habe. Alle anderen finden ihn voll geil. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, die natürlich total subjektiv sind. Und wenn man dann aber so fair sein könnte, auf seinem Blog zu sagen, hier, der Karabiner von Black Diamond, der ist irgendwie ein bisschen zu groß für meine Hände, aber der von, was weiß ich, aus Triakin, der ist voll geil und der ist voll klein und trotzdem irgendwie gut zum Handhaben und so weiter. Das ist ein langer Weg, glaube ich. Aber jetzt momentan ist es eben so, jetzt gibt es halt jetzt in diesem Moment einen Hersteller, der jetzt bei Schuhen bereit ist, da irgendwie mit mir zusammenzuarbeiten. Und das will ich natürlich auch honorieren. Wobei es jetzt auch so war, ursprünglich war in dem Vertrag mit Lova, also beim allerersten, bei dem, was ich da vorher gesagt habe, war es so, dass Kletterschuhe ausgenommen waren. Also damals war es noch nicht klar, dass Lova Kletterschuhe mir geben kann und dann habe ich gleich gesagt, ja, ich habe meinen Lieblingsschuh, der ist halt von Sportiva, sorry to say, und dann werde ich den weiterhin tragen. Und das musst du dann halt ausmachen, je nachdem, wie offen der Hersteller auch ist. Was machst du, wenn du ein Produkt testest, in dem Fall Lova, und das Produkt dir überhaupt nicht gefällt? Also wenn du einfach feststellst, das ist der Schuss in den Ofen, schreibst du dann gar nichts oder kannst du dir die Freiheit rausnehmen, auch mal zu sagen, das war ja mal gar nichts? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe bisher in meiner Laufbahn ein einziges Produkt komplett verrissen. Ich hoffe, es ist niemand von Otto Fox da. Das war ein Pulli, der war schweineteuer und der war einfach scheiße. Den habe ich aber über die Bergfreunde bekommen. Das heißt, ich war da eigentlich offen, weil den Bergfreunden ging es ja damals nur darum, dass sie eben ihren Testbericht bekommen. Von dem her hatte ich da die Freiheit. Es ist natürlich so, ja klar, wenn ich jetzt einen Schuh von meinem Partner bekomme oder irgendwas von meinem Partner bekomme und es ist wirklich scheiße, ja fuck, was mache ich denn dann? Und für mich, ich persönlich, also erstmal gehe ich davon aus, dass ein Hersteller, der die Größe hat, der macht keinen ganz großen Scheiß. Der wird schon irgendwie funktionieren. Und gerade bei dem Bergschuh vorher war es eben so, dann habe ich zuerst mal meine Punkte gesammelt und habe mich dann mit Lora unterhalten und habe gesagt, das hier ist jetzt nicht so cool und was sagt ihr denn dazu? Und wir haben uns dann auch darauf geeinigt, dass ich das sehr wohl genauso in dem Testbericht auch schreibe und Lova dann im Nachhinein als Kommentar darauf eingeht, was eine geniale Möglichkeit ist, weil dann ist es transparent und der Hersteller hat auch noch die Möglichkeit, direkt mit in diese Interaktion einzusteigen. Also ich fand es perfekt. Noch weitere Fragen? Nicht mehr? Okay. Dann gebe ich das Wort zurück an dich, oder? An mich? Ja. Ich habe auch noch eine Frage, nochmal zu diesem Thema mit der Transparenz und wenn man hier über Produkte berichtet, die man vielleicht nicht so toll fand. Inwiefern arbeitest du direkt mit Lova zusammen? Also jetzt unabhängig von dem, was du auf deinem Blog schreibst, rufst du dann deinen Kontakt da auch an und sagst, hey, also bevor ich jetzt hier was schreibe, das und das war jetzt mit dem Schuh nicht so super. Sind die offen, was deinen Input angeht, was auch die Produktentwicklung und das Design und so angeht? Voll, ja. Aber gut, ich meine, im Fall von Lora ist es ja auch so, die haben ihre ganzen Experten, also Ines Papert und Stefan Globert und wie sie alle heißen, und die sind da sehr wohl auch involviert in den ganzen Prozess von dieser Produktion. Und wenn ich irgendwas zu sagen habe, dann wird es natürlich wahrgenommen und es wird auch wohlwollend wahrgenommen. Also es war nicht so, dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dass die da jetzt irgendwie dann meinen, so ja, dann lassen wir das vielleicht besser mit der Kooperation, weil du findest uns ja blöd. Das ist ja nicht so. Also klar, ich spreche natürlich offen alles an, was mich irgendwie stört, aber das ist wirklich nicht viel. So. Aber klar, die Offenheit und Ehrlichkeit sowohl dem Hersteller gegenüber als auch natürlich vor allem dem Leser ist super wichtig.
Aber das ist ja auch das, was das Ganze eigentlich ausmacht. Wir sprechen ja über eine Kooperation und über einen Austausch und nicht über eine Dienstleistung. Und das finde ich mal sehr wichtig, dass man das nochmal betont, wenn man mit einem Blogger zusammenarbeitet. Es ist eben ein Miteinander und nicht ein Füreinander. Sehr gut, ja. Das ist eigentlich genau das perfekte Schlusswort. Ich glaube, das ist, was viele Blogger und Hersteller, das müssen wir alle uns immer wieder in den Kopf rufen. Wir sind nicht die Dienstleister. Können wir auch sein, manchmal. Manche Blogger machen das auch, dass sie irgendwelche Gastartikel zum Beispiel einfach platzieren bei sich oder irgendwelche Links, dann werden sie zum Dienstleister. Aber viel cooler ist natürlich eine Kooperation auf Augenhöhe, die ein Miteinander ist und nicht nur die Dienstleistung. Genau das. Gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen, vielen Dank an Erika, das war großartig. Vielen Dank euch für die Beteiligung an unserem Dialog hier. Das ist genau das, was wir wollen. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Wenn es doch noch Fragen für die Erika gibt, ich denke, die wird sich hier auf unserer Bloggerbase noch ein bisschen aufhalten und steht euch gerne für Fragen zur Verfügung. Ansonsten sehen wir uns hier später um 12.30 Uhr zu unserer Podiumsdiskussion. Wir haben eine großartige Gruppe an Experten für euch hier, wo wir uns ein bisschen austauschen darüber, wie Social Influencer die Autobranche formen und wo wir damit hingehen in den nächsten paar Jahren. Ja, bis später. Dankeschön. Mhm.